Ein renommierter Verfassungsrichter, und ich bin auch ein bisschen betroffen, wie zum Teil darüber gesprochen wird, sich bereit erklärt, in der Politik etwas mitzugestalten und jetzt 2/3 eines Weges, der zu gehen ist, geht. Und deshalb bin ich Paul Kirchhoff sehr dankbar, dass er das tut. Und jetzt muss man doch unterscheiden können. Das geht uns doch im Leben immer so, dass wir Schritte gehen, dass wir die Dinge schrittweise machen, dass wir aber trotzdem ein Ziel vor den Augen haben können. Und vielleicht sollten wir in Deutschland mal wieder zu einer Mentalität kommen, nicht als erstes zu fragen, was geht denn nicht, sondern mal als erstes wirklich zu fragen, was könnte gehen. Und diese Mentalität bringt Paul Kirchhoff mit. Dafür bin ich sehr dankbar, und mehr solche Leute würden Deutschland gut tun. Herr Bundeskanzler, obwohl Frau Merkel die Mehrwertsteuererhöhung beispielsweise sogar ankündigt, gibt es eine Wechselstimmung im Land. Warum gelingt es Ihnen selbst ohne Steuererhöhungen nicht, so eine Aufbruchsstimmung für sich und Ihre Partei zu erzeugen? Ich glaube, dass die gerade im Gange ist, aber unabhängig davon würde ich gerne was zu den steuerpolitischen Fragen sagen, wenn Sie gestatten. Denn das Modell Kirchhoff ist nicht nur eine Vision. Man kann ja nicht ein Volk zum Versuchskaninchen von Herrn Kirchhoff machen wollen, sondern es ist in sich in einer Weise ungerecht, die kaum zu überbieten ist. Was passiert denn da? Es soll jeder, ob Millionär oder Krankenschwester, 25% bezahlen an Steuern. Und finanziert werden soll das mit dem Streichen der Steuerprivilegien für Nachtarbeit, für Schichtarbeit, für Feiertagsarbeit. Also bezahlen soll das ganze Modell die Menschen, die für unser aller Wohl nachts in Schichtarbeit, an Feiertagen härtens arbeiten. Das sind die Krankenschwestern, das sind die Polizisten, das sind die Feuerwehrleute. Das kann doch nicht ernsthaft Vision genannt werden. Außerdem, gerade auf dem Felde der Finanzpolitik muss Seriosität schon wichtig sein. Denn das Kirchhoff-Modell, das ist eine Rechnung aller Finanzminister, ob CDU oder SPD, in den Ländern, würde etwa 43 Milliarden Euro im ersten Jahr an Ausfällen bedeuten. Das heißt weniger in Bildung, das heißt weniger in Kinderbetreuung, das heißt weniger in innere und äußere Sicherheit, das heißt weniger in Forschung und Entwicklung. Das kann man doch nicht ernsthaft verantworten. Und da kann man doch nicht sagen, wir machen jetzt den ersten Schritt, der zweite kommt dann irgendwann einmal. Ich finde, gerade wenn man auf Ehrlichkeit pocht und anderen, wie sie getan haben, Betrug vorwirft, dann sollte man da sehr zurückhaltend sein mit dieser Art der Argumentation. Also unser Regierungsprogramm liegt auf dem Tisch. Wir haben dem entgegenzusetzen, das, was wir gemacht haben. Sie haben die Reichensteuer jetzt. Moment mal, als ich ins Amt kam, war der Spitzensteuersatz, Sie wissen das, bei 53%. Jetzt ist er bei 42, da bleibt er auch. Der Eingangssteuersatz, der die kleinen Steuerzahler interessiert, war bei 25,9%. Jetzt ist er bei 15%. Ich finde, das ist Leistung, die man würdigen muss. Und was Sie zur Reichensteuer sagen, ich habe in der Tat gesagt, okay, diejenigen, die als Verheiratete versteuerbares Einkommen in einer Größenordnung von 500.000 Euro verdienen, die können strikt gebunden an Forschung und Entwicklung, an Betreuung von Kindern und an Bildung, die können 3% drauflegen und davon bezahlen. Ich halte das nicht für problematisch. Und übrigens, über meinen Beruf kenne ich eine Menge von Menschen, die sagen, wenn ihr so strikt bindet, und das ist deren Voraussetzung, dann haben wir keinen Einwand. Wir haben in Deutschland doch mehrere Probleme mit dem Steuerrecht. Das eine ist, dass es zu kompliziert ist. Und natürlich kann ich, wenn ich alle Ausnahmen streichen will, nicht vor manchen Ausnahmen Halt machen. Und Sie haben eine Menge schon begonnen, aber Sie sind jetzt stehen geblieben mit Ihren Plänen. Und ich kann nur sagen, was die Sonn- und Feiertags- und die Nachtzuschläge anbelangt, so ist es ganz eindeutig die Aufgabe der Tarifpartner für die Tatsache, dass man nachts und an Feiertagen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einstellen möchte, dass man dafür auch bezahlt. Denn wie soll ich es der Verkäuferin im Supermarkt erklären, denjenigen erklären, die zum Beispiel als Hebamme nachts arbeiten, dass die einen als angestellte Krankenschwester die Zuschläge steuerfrei bekommen, die anderen ihr gesamtes Einkommen versteuern müssen. Und deshalb kann ich nur sagen, wir müssen hier auf Gerechtigkeit achten, wie wir insgesamt im Steuersystem auf Gerechtigkeit achten müssen. Zweitens, es gilt unser Regierungsprogramm, Eingangssteuersatz für die, die wenig verdienen, 12%, Spitzensteuersatz 39%, 8.000 Euro für jedes Kind und jeden Erwachsenen Steuerfreibetrag. Damit zahlt eine Familie bis zu 38.200 Euro gar keine Steuern. Und unser Problem, und das wissen Sie, ist in Deutschland, dass viele Leistungsträger gar nicht mehr hier Steuern zahlen, sondern dass sie das im europäischen Ausland tun. Und das müssen wir verhindern. Und jetzt ist der Schritt, der auf dem Tisch liegt, das Regierungsprogramm.
Und dass darüber hinaus nachgedacht werden darf, da finde ich wirklich mangelt es bei Ihnen an Leuten, die das tun. Sie denken von Tag zu Tag und das meistens noch im Zickzackkurs. Und deshalb kann ich nur sagen, ich finde es gut, wenn wir ein Ziel haben, ein möglichst gerechtes Steuersystem. Aber Frau Merkel, damit kommen Sie doch nicht weiter. Sie sagen, die Leistungsträger versteuern im Ausland. Ich finde, dass die Leistungsträger in dieser Gesellschaft die Facharbeiter sind, die Ingenieure sind und die versteuern nicht im Ausland, die versteuern hier. Und die sind angewiesen auf die Zuschläge. Sie sagen, die sollen die sich arbeitsrechtlich wiederholen von den Arbeitgebern. Wir haben das mal rechnen lassen. Ein Facharbeiter in der Chemieindustrie, der 2500 Euro verdient im Monat, der müsste bezogen auf seinen Bruttolohn, dies war der Nettobetrag, der müsste bezogen auf seinen Bruttolohn, wenn er das, was Sie ihm verweigern, wiederholen wollte, eine Tariferhöhung von 17,7% bekommen. Dies ist völlig undenkbar, dass die Menschen das wiederholen, es sei denn, wir wollen die wirtschaftlichen Zusammenhänge gröblich missachten. Und deswegen ist das ungerecht, was Sie dort vorgeschlagen haben, und es bleibt ungerecht. Und deswegen darf es auch so nicht gemacht werden. Kirchhoff hin, Kirchhoff her, es ist ein Steuerrecht, das zu gravierenden Einnahmen im Staat führen würde. Der Staat könnte seine Leistungen nicht mehr erbringen und im Übrigen in einer Weise ungerecht, wie es kaum noch geht. Und sich dahinter zu verstecken, zu sagen, wir machen das Schritt für Schritt und das sei eine Vision, das verstehe ich nicht. Wieso ist etwas, was in dieser Weise in die Lebensverhältnisse von Menschen negativ eingreift, eine Vision? Ich habe unter Vision immer positive Dinge verstanden. Ja, ich verstehe darunter auch positive Dinge und deshalb möchte ich noch darauf antworten, denn das ist schon wichtig. In unserem Programm geben wir den Arbeitgebern und Arbeitnehmern 6 Jahre Zeit, um genau diesen Übergang zu schaffen. Wir nehmen die Steuerfreiheit nicht weg, wir nehmen im Übrigen auch nicht die Zuschläge weg, wie es manchmal gesagt wird. Und ich habe es mir genau angeguckt, mit unserem neuen Steuerrecht sind das machbare Dinge, da müssen Sie im Monat selbst beim Chemiearbeiter in einem Jahr zum Beispiel 20 Euro Gehaltserhöhung wegen der Schichtzuschläge machen. Sie haben mit Zahlen gerechnet, die nach dem alten Steuersystem sind. Und zweitens, ich kann Ihnen nur sagen, es gab, Sie sagen immer, der Professor aus Heidelberg. Ja. Zu Herrn Professor Kirchhoff. Ja. Ich kann nur sagen, es gab mal einen Mann namens Kurt Schumacher, der hat immer von dem Professor aus Nürnberg gesprochen. Als Werbeluftballon, als Ideologe, als Agitator wurde er bezeichnet. Das war der Vater der sozialen Marktwirtschaft, Ludwig Erhard. Ich glaube, dass wir einen Riesenfehler machten, wenn wir nicht beide Säulen benutzten, sondern das täten, was dieser Professor aus Heidelberg vorgeschlagen hat, nämlich die Rentenversicherung ähnlich aufzubauen wie die Kfz-Versicherung. Damit sagt der Mann doch, man müsse Menschen genauso behandeln wie Sachen. Und das zeigt, dass er wirklich die Beziehung zur Lebenswirklichkeit verloren hat. Sie sollten ihn vielleicht doch ernster nehmen mit dem, was er so erzählt und nicht nur auf Visionen verweisen. Das ist jedenfalls sehr stark verunsichert. Das verunsichert doch Menschen. Ich finde, man darf so nicht sprechen, Herr Bundeskanzler. Nee. Ich muss das ganz ehrlich sagen, denn die kapitalgedeckte zweite Säule, die wir beide gemeinsam aufbauen wollen, die funktioniert genau nach dem gleichen Prinzip. Und, ja, er will doch nur noch kapitaldeckend. Sie können doch sehen, Unsinn. Was... Es ist doch vollkommener Unsinn. Das hat er es erzählt. Gibt zwei Säulen. Es gibt die umlagefinanzierte und es gibt die kapitalgedeckte. Und die kapitalgedeckte wirkt für jeden Einzelnen. Und deshalb, finde ich, sollten Sie an der Stelle mit der Verunsicherung aufhören. Sie betreiben nämlich in den letzten Wochen unentwegt Verunsicherung über die Frage des sozialen Friedens zitiere, in Deutschland, über die Frage unserer Herrn Maßnahmen. Das muss doch Sie betreiben sein. Eine Kampagne, in der Sie dauernd sagen, wenn irgendetwas in Deutschland geändert wird, was noch nicht auf Ihrer Agenda steht, dann gefährdet das den sozialen Frieden. Alles, was Sie ändern möchten, natürlich nicht. Und das ist eine Argumentation, die kann nicht dazu führen, dass Deutschland den besten Weg findet. Und ich finde, wir haben wirklich allen Grund, aber noch ein Stück zu überlegen, wie es weitergeht. Frau Merkel, ich zitiere Herrn Kirchhoff, der vergleicht die Rentenversicherung mit der Kfz-Versicherung. Das kann ich doch wohl als das bezeichnen, was es ist, nämlich absurd. Und ich konzidiere Ihnen doch ausdrücklich, dass das nicht Ihre Position ist, bitte Sie aber, ihm zu sagen, er soll das nachlassen, weil das können wir das noch mal klären, Frau Merkel, gibt es tatsächlich die Vorstellung von Paul Kirchhoff einer kompletten Privatisierung? Ja, sicher, ist doch veröffentlicht. Lesen Sie den Tagesspiegel. Ja, ich brauche nicht den Tagesspiegel zu lesen, sondern ich habe die Süddeutsche Zeitung gelesen. Es gibt zwei Säulen. Es gibt das umlagefinanzierte System da mit dem damals von uns eingeführten, im Übrigen demografischen Faktor, den Sie abgelehnt haben, wieder besseres Wissen. Soll aber ich das Ihnen macht sagen, warum? Nichts. Sie haben ihn inzwischen ja auch wieder eingeführt. Und dass eine kapitalgedeckte Säule hat. Und dann hat Paul Kirchhoff über die nachgelagerte Besteuerung gesprochen. Das heißt, dass Altersaufwendungen erst im Alter besteuert werden sollen. Und ansonsten gilt unser Programm und es gibt jetzt hier überhaupt gar keine Diskussion. Ich finde nur, bei allem, was
die Union jetzt vorschlägt an weitergehenden Maßnahmen, um wirklich Menschen aus der Arbeitslosigkeit rauszubringen, wird im Augenblick ein Klima erzeugt, das der Eindruck erweckt wird, als sollten hier Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in eine schlechtere Position gebracht werden. Und das ist einfach unwahr. Wir wollen, dass alle Menschen in diesem Lande möglichst Arbeit haben. Und wir können uns nicht abfinden damit, wie es im Augenblick ist. Und das leitet uns. Und ich finde, da sollte man doch wirklich dann mal den Gedankenaustausch so führen, dass nicht Menschen, die vielleicht im Detail nicht alles nachvollziehen können, in Angst und Schrecken versetzt werden. Das halte ich für absolut falsch.